Heute geht es um die perfekte Morgenroutine. Und nein, hier geht es nicht darum, möglichst hübsch in den Tag zu starten, mit oder trotz Katze, sondern wie ihr eurer Katze beibringt, euch ausschlafen zu lassen. Denn eine Katze, die nachtaktiv ist, an der Tür kratzt, dich aus dem Schlaf miaut und einfach nicht Ruhe gibt, bis du aufstehst, ist ein scheinbar sehr großes Problem. Hatte ich auch einige Zeit gehabt und heute verrate ich dir 9 Punkte, mit denen das bei mir aufgehört hat. Und vor allem alle einen schönen Morgen haben. Darf deine Katze nachts bei dir im Raum sein oder lieber nicht? Kläre so früh wie möglich, am besten, wenn deine Katze einzieht bei dir, ob deine Schlafzimmertür zubleibt oder nicht. Dein Stubentiger wird also nicht verstehen, warum er mal in das Schlafzimmer darf und mal nicht. Was dazu führt, dass deine Katze lautstark versuchen wird, in das Zimmer reinzukommen. Am besten, du hast die Schlafzimmertür tagsüber offen, damit deine Katze einfach genug Platz für sich hat. Achte dann darauf, dass du konsequent, am besten immer zur selben Uhrzeit, die Tür zumachst und dann nicht Halligalli im anderen Zimmer hast, dass deine Katze neugierig ist, sondern dich wirklich zur Ruhe legst. Schaffe gemütliche, katzengerechte Schlafplätzchen. Viele der gekauften Bettchen funktionieren eben nicht für unsere Miezen. Entweder weil eine Maine Coon Katze zu groß ist für ein Standardbett oder deine Katze lieber weit oben schläft und alles im Blick hat. Ich habe hier vor kurzem zum Beispiel entdeckt, dass Catwalk dieses kuschelige, plüschige Bettchen mag. Aber nicht so, wie er es eigentlich benutzen sollte, sondern ich habe es irgendwann mal beim Aufräumen auf meine Sitzecke geworfen. Und Catwalk ist in dieses plüschige Kissen reingeschlichen. Er liegt jetzt da drin wie in einer Höhle und benutzt es nicht so, wie er es eigentlich benutzen sollte. Überleg also, wie die Schlafart deiner Katze ist. Schläft sie gerne in deiner Nähe oder weit oben auf zum Beispiel einem Kratzbaum, von wo sie alles beobachten kann? Falls du das richtige Bettchen suchst, hier sind meine 3 Tipps. Katzen lieben hochgelegte Schlafplätze. So haben sie alles im Blick, können alles beobachten, sind mitten im Geschehen und gleichzeitig außerhalb unserer Reichweite. Da eignet sich zum Beispiel ein Kratzbaum. Und mein absolutes Highlight, eine Wärmedecke. Denn unsere Stubentiger haben einen anderen Energiehaushalt und dösen deswegen sehr viel über den Tag, um, wenn sie spielen oder jagen, voll dabei zu sein. Gerade kleine Kätzchen, die bis vor kurzem noch bei ihrer Familie gelebt haben und die Wärme der Geschwister hatten, vermissen dies extrem und fühlen sich im neuen, großen Zuhause, ganz alleine im neuen Katzenbettchen nicht so wohl. Ich habe hier eine so große Wärmedecke, dass ich sie auf mein komplettes Doppelbett legen kann. Ich liebe so zu schlafen und Catwalk auch. Achtet bei solchen Wärmedecken aber bitte darauf, dass die sich von alleine ausschalten und macht die bitte nicht an, wenn ihr nicht zu Hause seid. Ich habe euch meine Wärmedecke, sowohl die große als auch die kleine, zu der wir gleich noch kommen, in der Infobox verlinkt. Schaffe verschiedene Schlafplatzalternativen. Gerade wenn deine Katze nicht bei dir im Bettchen schlafen soll oder um die Problematik zu umgehen, keinen katzengerechten Schlafplatz zu haben, schaffe einfach mehrere. Zum Beispiel ist ein Kratzbaum eine wundervolle Alternative. Wenn möglich, versuche die Routine der Vorbesitzer beizubehalten. Bevor eine Katze bei dir einzieht, solltest du dich generell über die Eigenarten deiner Katze informieren.
Was frisst sie am liebsten? Zu welchen Uhrzeiten? Aber auch, was ist der liebste Schlafort? Wenn du Glück hast und diese Information bekommst, kannst du im neuen Zuhause da ansetzen. Ganz gut kommt da auch, die Kuscheldecke mitzunehmen. Frag einfach den Züchter oder das Tierheim, von wo du deine Katze hast, ob du vielleicht eine liebste Decke mitnehmen kannst. Ein Kissen oder irgendwas, was nach dem alten Zuhause riecht. Denn auch hier machen wir uns das Gewohnheitstier Katze zunutze. Deine Katze hat im alten Zuhause schon gelernt, hier ist mein Schlafplatz und darunter irgendwo liegt die Kuscheldecke. Die Kuscheldecke wird also verknüpft mit etwas, wo deine Katze zur Ruhe kommt, sich sicher fühlt oder entspannen kann. Handle vorausschauend. Katzen, die nachts laut sind oder dich mit den ersten Sonnenstrahlen wecken, haben meistens eine enorme Langeweile. Ja, Katzen sind nachtaktive Wesen, aber wenn sie den ganzen Tag über genug Spieleinheiten bekommen, ihre Energie richtig rauslassen können, auch ihr Köpfchen gefordert und gefördert wird, werden sie nachts nicht so laut sein. Denn alle ihre Bedürfnisse wurden bereits gestillt. Katzenbedürfnisse sind Klettern, Spielen, Jagen, aber auch Fressen oder andere Sachen. Schlafen ist auch ein Bedürfnis. Aber wenn deine Katze den ganzen Tag über schläft, hat sie nachts keine Lust mehr zu schlafen und will die anderen Bedürfnisse gestillt bekommen. Und wenn du zur Arbeit gehst, biete ihr doch zum Beispiel solche Fummelbretter an. Da kannst du Snacks verstecken und deine Katze fummelt diese raus. Das ist keine Alternative zum aktiven Spielen mit der Katze. Deine Katze sollte mindestens zweimal am Tag 5 bis 10 Minuten ausgetobt werden. Aber trotzdem sind solche Snacklabyrinthe eine schöne Möglichkeit, damit deine Katze sich beschäftigt, wenn sie alleine ist. Und wo wir schon bei den Snacklabyrinthen sind, vorausschauendes Handeln solltest du auch machen, wenn es um das Thema Futter geht. Denn ja, es kann natürlich sein, dass deine Katze so viel gespielt hat, dass sie nachts einfach hungrig ist. Und gerade reine Wohnungskatzen sind eben angewiesen auf ihren Dosenöffner. Aber Katzen können über Nacht aushalten, nicht zu fressen. Wenn du also genug Fressen deiner Katze anbietest, sollte sie nachts nicht nach Futter jammern. Auch hier Snacklabyrinthe eine wunderschöne Möglichkeit. Trotzdem kann es sein, dass deine Katze dich wegen Langeweile weckt und nicht wegen Futter. Versuche also herauszufinden, ob deine Katze wirklich Hunger hat oder sich einfach nur gerade extrem langweilt. Du entscheidest, wann du aufstehen möchtest. Katzen sind sehr feinfühlige Wesen. Und leider haben wir in den meisten Fällen unserer Katze beigebracht, nachts zu miauen, indem wir darauf reagiert haben. Deine Katze wird vielleicht irgendwann mal an der Tür gekratzt haben oder gemiaut haben, weil sie sich langweilt und so sehr schnell gemerkt haben, wenn die Katze miaut, steht mein Mensch auf und kümmert sich um mich. Solltest du deiner Katze aber beigebracht haben, dass du reagierst, wenn sie dich nachts weckt, gibt es nur eine Lösung. Sehr effektiv und eine andere Lösung gibt es nicht. Ab jetzt wird die Katze ignoriert. Hier bitte im natürlichen, normalen Problemfall. Nicht ignorieren, wenn die Katze offensichtlich Schmerzen oder Probleme hat. Und ich weiß, es ist schwer, es gibt aber keine Abkürzung. Wenn deine Katze nachts miaut oder nachts laut ist, weil du darauf reagiert hast, reagierst du jetzt nicht mehr darauf. Nicht nach der Katze rufen, nicht den Namen der Katze sagen, nicht die Tür zumachen oder sich genervt auf die andere Seite umdrehen. Denn all das sind Strohhelme, an die deine Katze sich greifen wird. Falls du Probleme mit einer Katze hast, die an der Tür oder an der Wand neben deinem Schlafzimmer kratzt, kannst du auch einen Kratzbaum in die Nähe stellen. Aber eigentlich kratzt die Katze ja, um dein Interesse zu bekommen, um in deinen Raum reinzukommen, um dich zu wecken. Das Kratzen ist nur Mittel zum Zweck. Wird also wahrscheinlich nicht viel helfen, dass die Katze sich neue Möglichkeiten ausdenkt, um dich zu wecken, egal wo der Kratzbaum steht.
Aber es ist natürlich auch für die Katze schön und spannender in ihrem Alltag, wenn sie verschiedene Kratzmöglichkeiten hat an verschiedenen Orten. Morgens früh starte ich mit dem soften Ignorieren. Zum Beispiel mach dir einen Kaffee oder putz dir deine Zähne. Denn einer der größten Fehler ist es, der Katze beizubringen, wenn ich aufstehe, bekommst du meine volle Aufmerksamkeit. Denn die Katze wird so mit allen Mitteln dafür sorgen, dass du aufstehst, wenn sie deine Aufmerksamkeit möchte. Also nicht direkt nach dem Aufstehen die Katze füttern oder direkt nach dem Aufstehen mit der Katze kuscheln. Führe kurze Aktivitäten ein, damit diese Verknüpfung gar nicht geschaffen wird. Am besten, wenn diese Aktivitäten immer mal variieren, sodass deine Katze nicht denkt, okay, nach dem Kaffee werde ich gestreichelt und bekomme Futter, sondern mal bist du am Handy, mal bist du noch Kaffee machen, mal frühstückst du in Ruhe. Hier müssen diese Aktivitäten nicht ellenlang sein, ein paar Minütchen reichen. Und dann darfst du mit der Katze spielen. Damit dein Morgen noch entspannter ist, trotz Katze, schieb davor eine kleine Leistung. Wenn dein Stubentiger also morgens früh sehr hungrig ist und am liebsten sofort sein Futter bekommt, wie wär's mit einer kleinen Spieleinheit davor? Das ist ein sehr natürliches Verhalten, denn auch draußen würde die Katze erst jagen, bevor sie ihre Beute frisst. Wenn du aber eine sehr spielaktive Katze hast, kannst du davor zum Beispiel klickern. Das Klickern ist eine schöne Möglichkeit, um der Katze Tricks beizubringen. So kommt deine Katze aber auch runter, entspannt sich und muss ihr Köpfchen einschalten und nicht hibbelig sein. Wenn deine Katze aber gar nicht so gerne spielen möchte oder klickern möchte, dann kannst du ein paar Snacks zum Beispiel auf dem Kratzbaum verteilen, sodass deine Katze sich anstrengen muss und nach dem Snack hinterher klettern muss. Sie sollte also eine Leistung erbringen, bevor sie das bekommt, was sie möchte. Häufig schreiben mir bei Instagram Leute, dass diese Tipps nicht bringen, da sie erstens immer zu einer unterschiedlichen Uhrzeit aufstehen oder im Haushalt die Leute zu verschiedenen Uhrzeiten aufstehen. Aber hier meine Gegenfrage: Habt ihr wirklich konsequent alle 9 Steps über einen längeren Zeitraum probiert? Jeder im Haushalt? Denn egal um wie viel Uhr du aufstehst, ja, eine Katze ist ein Gewohnheitstier, aber so wie sie sich an eine Uhrzeit gewöhnt hat, wird sie sich vor allem an eine Abfolge von Handlungen gewöhnen. Genauso wichtig ist das, wenn im Haushalt die Leute zu unterschiedlichen Uhrzeiten aufstehen. Auch hier bitte die Morgenroutine beibehalten. Wenn die Katze aber mit dem, der als erstes aufsteht, aufsteht und wach ist, kannst du die Katze ablenken. Hier sind sanfte Beschäftigungsmöglichkeiten eine schöne Idee. Zum Beispiel leises Klickern, das stört auch deinen Partner nicht. Sitz. Herbei. Sehr schön. Mach Männchen. Toll, Mimi. Sehr gut, toll. Vielleicht habt ihr leise Spielmöglichkeiten, damit die Katze nochmal ausgetobt wird und dann wieder schlafen geht. Fummelbretter sind auch hier eine wunderschöne Möglichkeit. Bevor du das Haus verlässt, fülle einfach das Fummelbrett, sodass deine Katze noch ein Weilchen beschäftigt ist, den Magen füllt und dann wieder schlafen geht. Oder wie wäre es mit einem kleinen Wärmekissen? Dieses Wärmekissen habe ich in meinem Schrank versteckt und Catwalk liebt es, sodass, wenn ich es raushole, dass das Wichtigste für den Tiger ist, da drauf zu liegen. Wenn ich dieses Wärmekissen raushole, wird er nicht schreien, miauen, Aufmerksamkeit wollen, sondern nur da drauf liegen. Und sollte, wenn der Rest der Familie aufgestanden ist, auch wieder weggeräumt werden. Das waren meine 9 Tipps, damit ihr einen entspannten Start in den Tag habt, trotz Katze. Ja, es gibt Leute, die haben morgens früh ein bisschen mehr Zeit als andere, aber diese Morgenroutine ist eigentlich nicht sehr zeitintensiv. Es ist eine Frage deiner Disziplin und deines Durchhaltevermögens. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.